Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videos. Mit mir in unserem kleinen Film- und Tonstudio ist meine sehr geschätzte Kollegin Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute darüber unterhalten, dass sich manche ja ganz gerne hervortun beim sogenannten Krankfeiern. Das heißt, die bleiben zu Hause und behaupten, sie hätten es gerade ganz schlimm mit dem Magen, ganz schlimm mit dem Rücken, ganz schlimm mit sonst irgendetwas, aber das natürlich nicht so ganz stimmt und man lieber zu Hause bleibt und sich anderweitig das Geld verdient. Und dann gibt's die Leute, die es tatsächlich schaffen, sich krank zu feiern. Und dieses tüchtige Ansinnen wohlmöglich wollen wir uns mal ganz kurz rechtlich anschauen. Wie sieht es denn aus? Jemand, der so hardcore am Feiern ist, dass er am nächsten Morgen krank ist, gibt es da einen auf den Deckel vom Arbeitgeber? Es kommt darauf an. Mhm. Ein Satz, der hier noch nie in diesem kleinen Film- und Tonstudio bis jetzt komplett, geäußert wurde. Komplett neu. Genau, habe ich noch niemals gesagt zuvor. Aber nichtsdestotrotz, es kommt nun mal darauf an. Es kommt nämlich darauf an, ob ich sozusagen feiern gehe mit dem Vorsatz, krank zu werden. Und weil ich genau weiß, nach, ich weiß nicht, so und so viel Cocktails kriege ich auf jeden Fall Migräne und bin dann zu Hause. Um dann zu Hause bleiben zu können, genau. Ja. Oder ob ich sage, ich will heute halt mal feiern gehen und kann ja nicht ahnen, dass das irgendwie Auswirkungen darauf hat, wie ich morgen arbeitsfähig bin oder nicht. Wobei, ne? Kann ja nicht ahnen. Ich kann ja nicht ahnen, dass wenn ich eine... Es gibt Leute mit wenig Lebenserfahrung. Ja, gut, okay. Aber um das rechtlich nochmal anzuschauen, in beiden oder in diesem Fall haben wir es erstmal mit einer Arbeitsunfähigkeit zu tun. Das mag der berühmte Kater am Morgen danach sein, das mag die Kotzerei sein. Die Person ist aber erstmal arbeitsunfähig, nicht in der Lage, den Job auszuführen und somit haben wir es tatsächlich mit einer zu respektierenden Erkrankung erstmal zu tun. Da kann man sich noch so sehr drüber aufregen, selbst wenn die Person bei der Weihnachtsfeier oder beim Sommerfest tüchtig am Picheln gesehen wurde oder auf dem Dorffest und so, da kommt man erstmal ganz schwierig ran als Arbeitgeber, als Träger. Es sei denn, wir können diesem Arbeitnehmer, dem Erzieher, der Erzieherin nachweisen als Arbeitgeber, dass es tatsächlich mit dem Vorsatz passiert, ist das Ganze, um sich für den nächsten Tag aus dem Geschäft zu nehmen. Und das dürfte relativ schwierig sein, es sei denn, derjenige hat es selber kundgetan. Richtig. Aber dann kommt es ja darauf an, ne, zu welchem Zeitpunkt. Also, wer im nüchternen Zustand sagt, ich schieße mich heute ab, dann muss ich morgen nicht zur Arbeit, da können wir was machen. Aber bei allen anderen Geschichten mit hoch die Tassen und einem Scheidebecher, der geht noch rein und so jung und so, ne, alle diese Sachen, wo es dann eben das berühmte eine Bier zu viel war oder das eine Glas Wein, da kommen wir nicht ran als Arbeitgeber. Das ist, die Leute vertragen unterschiedlich viel, die Leute sind auch dann auch in unserem Kita-Bereich natürlich andere gerade das, ich wollte das Verkatertseins gerade versuchen anzusprechen. Aber ich meine, es gibt Leute, die dann eben auch noch tough sich einen Tag dahin schleppen und das dann irgendwie überstehen und auch nicht unleidlich sind. Und dann gibt es andere, die haut es schon nach dem ersten Glas Wein um. Also insoweit, krank feiern und krank sich zu feiern, das sind zwei unterschiedliche Dinge und können ganz andere unterschiedliche rechtliche Reaktionen nach sich ziehen. So oder so sollte man natürlich jemanden, der kräftig am Feiern war und am nächsten Morgen nachweisbar aufgrund des Feierns ausfällt, natürlich zur Seite nehmen und sagen, so bitte nicht. So bitte nicht. Und im Übrigen, das ist ja das, was wir immer so anraten, am Ende des Tages müssen wir beide uns über ein Zwischenzeugnis unterhalten oder über ein Endarbeitszeugnis. Und ist es besonders teamfähig, sich abzuschießen und am nächsten Tag die anderen arbeiten zu lassen? Wohl nicht. Ist es besonders zuverlässig? Wohl nicht. Ist es besonders, ich meine, es ist ein außerdienstliches Verhalten, was konkret auf den, auf den Arbeitsalltag durchschlägt. Ja, wenn das einmal passiert, dann kann man sagen, okay, strenges Gespräch und nie wieder, aber haben wir sowas häufiger, dann haben wir auch eine Möglichkeit, das irgendwo im Arbeitszeugnis an den üblichen Stellschrauben, Zuverlässigkeit, Motivation, Fleiß oder eben auch Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen irgendwie anklingen zu lassen. Außerdem ist es, muss ja nicht sein, ne? In dem Sinne, ciao. Tschüss.